Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn man in Dunja nichts erreicht hat? Nein. Man kann nicht sagen, in Dunja hast du nichts erreicht. Betest du? Fastest du? Bist du gut? Versuchst du, was Gutes zu machen? Dann hast du was erreicht in der Dunja. Zum Beispiel arbeitest du, hast du eine Familie, da hast du was erreicht. Hast du Kinder, da hast du was erreicht. Du meinst jetzt aber was anderes. Diese Frage hat damit zu tun, okay, eine Person hat gelebt in Dunja und da hat man zum Beispiel kein Geld oder hat kein Zeugnis, der hat nicht studiert, keine Ausbildung gemacht. Natürlich ist es nicht gut, aber man sollte versuchen. Du kannst entscheiden in deiner Dunja, wie dein Dunja sein kann.